aber welche Spuren hat dieser Zwischenfall gestern hinterlassen? Das werden wir gleich sehen. Man muss das Rennen natürlich jetzt von vorn fahren, wenn man die Kraft hat. Man muss rausfeuern, hat Kai Wesseli gesagt. Und die Deutschen auf der Bahn 4, die versuchen das. Die Top-Favoriten sind direkt unter ihnen. Das sind die Chinesen, das sind die Olympiasieger. Und China hofft nun auf die einzige Goldmedaille hier bei der Olympischen Kanu-Regatta. Die Deutschen sind noch gut mit dabei. Rausgefeuert sind sie nicht, aber sie sind in der Tat damit. Sie sehen es mit der Bootsnummer 4 gut im Feld, die gestern Zweiter wurden. Oben sehen wir die Ukraine und Russland und China und dann hier unten die Polen und Rumänien. China an der Spitze, das deutsche Boot kann noch gut mithalten, aber über ihnen ist Russland, die auch sehr starke Vorläufe gefahren haben. Also China an der ersten Stelle, das deutsche Boot im Moment an vierter Stelle. Aber das kann man, hier sogar ein Dritter eingeblendet, aber wir haben es an vierter gesehen. Das kann man aber mit den Ausdauerqualitäten, die die beiden haben, kann man das auf den letzten 250 Metern noch egalisieren und zumindest noch in eine Medaille hereinfahren. Aber wie gesagt, wie groß ist der Kräfteverschleiß bei Tomasz Wilenczek, der eine Infusion hat, der am Tropf war, der EKG wurde gemacht. Oh Gott, da hat er bestimmt schwer gelitten und das ist natürlich auch ein großer Nachteil im Kopf. China, jetzt stehen die Zuschauer hier alle auf. China an der Spitze, darüber die Russen. Hier unten kommt Weißrussland, die so stark waren mit bisher zwei Goldmedaillen. Also China im Kampf mit Russland, die Boote 5 und 3. China mit der 5 und Russland mit der 3. Und dazwischen versucht das deutsche Boot sich zu schieben. Und wir schauen genau hin und sehen, dass die Deutschen 3 oder 4 sind. Uiuiui. Wieder so ein ganz, ganz knappes Rennen, das wir gesehen haben. Und es gibt ein Fotofinish um den dritten Platz. Aber ganz klar ist, China hat gewonnen und die Leute hier, sie rasten fast aus. Also es hat die erwartete Goldmedaille gegeben für Guan Meng und Wen Yunyang.